Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Ja, ich wollte euch nochmal ein Update geben zu meinem Gesundheitszustand. Ich bin ja jetzt seit Weihnachten 23 außer Gefecht gesetzt. Für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, was habe ich? Ich habe einen Bandscheibenvorfall und das sind nicht einfach nur Rückenschmerzen, wie man sie sonst so kennt. Rückenschmerzen kommen ja meistens von muskulären Problemen, dass da irgendwie was verkrampft oder zieht und es zieht dann halt an die Nerven und das löst dann halt den Schmerz aus. Was ich halt habe, ist ein richtiger Bandscheibenvorfall. Ich zeige euch das mal ganz kurz für die Leute, die es jetzt nicht kennen. Wir haben halt die Wirbelkörper, dazwischen sind halt die Bandscheiben und die Bandscheibe ist mit einem äußeren Faserring versehen und innen drin ist so eine Gelee-artige Masse, so ein Gallertkern nennt man den auch. Und was mit der Zeit passiert, meistens bei den Leuten, die es bekommen, ist, dass der L5-S1, das ist bei mir hier das ist der letzte, ich zeige euch gleich auch nochmal eine MRT-Aufnahme von mir. Und da ist halt am meisten Druck drauf und mit der Zeit gibt's hier Risse im Faserring und diese Risse sind erstmal nicht schlimm, aber wenn der Druck dann immer weiter durch Fehlbelastung und sonst was erhöht wird, reißen die irgendwann komplett auf und diese Gelee-Masse wird dann rausgepresst. Und die wird dann rausgepresst gegen den Spinalkanal und das geht halt bei mir runter zu der linken Seite zum Bein und ich habe halt sehr, sehr starke Schmerzen. Gesäß, Hüfte kann man sagen, dann Ausstrahlung ins Bein. Ich hatte zeitweise die Wade, war permanent angesteuert, als ob man so einen Wadenkrampf hat. Dann Ameisenlaufen, ein richtiges Brennen unten am Knöchel, als ob ich mir den aufgescheuert hätte. Also richtig fiese, ekelhafte Gefühlsstörungen sind das und auch Schmerzen. Und dann halt auch immer, je nachdem, wie man sich bewegt, so richtige Stöße, so Impulse, wo man denkt, okay, man kippt gleich um, weil man hat dann in dem Augenblick auch keine Kraft in den Beinen. Und ja, so sieht's dann halt aus, wenn das ein Bandscheibenvorfall ist, eine Vorwölbung wär halt, wenn diese Sache hier so ein bisschen rausdrückt, aber nichts geplatzt ist. Das ist halt leider bei mir im Juni passiert. Und dann hatte ich auch 3-4 Wochen Probleme, dann ging es aber wieder und ja, im Dezember muss das halt passiert sein. Ganz, ganz üble Sache und jetzt seht ihr den Sebastian mal von innen. Das ist eine Aufnahme vom Februar und hier seht ihr auch, das ist bei mir der L5-S1, die Bandscheibe und das ist die letzte Bandscheibe. Und ja, das haben halt Leute im Alter zwischen 40 und 60 am häufigsten. Dann haben auch noch sehr viele Leute in der HWS, also es ist die LWS, die Lendenwirbel, dann Halswirbel, haben auch noch sehr viele Leute. Habe ich auch jemanden im Krankenhaus kennengelernt, da hatte das an der HWS. Und ja, bei mir hat halt alles bisher nichts gebracht. Also angefangen mit Physio, Wärmezufuhr, Massagen. Dann gab es halt nach sehr, sehr langem Hickhack mit Streiten mit den Ärzten, dass ich eine Schmerztherapie anfangen konnte in einem Krankenhaus bei uns in Mönchengladbach. Und das ist eine Schmerztherapie, nennt sich sakrale Injektion, sakrale Umflutung. Also das waren 3 insgesamt innerhalb von 3 Wochen. Also jeden Mittwoch war das bei mir, habe ich diese Spritze bekommen. Also es waren 2 sakrale Umflutungen oder Überflutungen und eine epidurale. Und ja, die sakrale Injektion wird hier ganz gut gezeigt. Am Arschanfang kann man sagen, also da, wo der Arsch beginnt, wird die Nadel eingeführt. Wenn man Glück hat, wird es lokal betäubt, wenn nicht, dann nicht. Also ich hatte eine lokale Betäubung, dann eine nicht, die war wirklich nicht so toll. Und hier im Sakralgelenk gibt es eine anatomische Öffnung und da wird die Nadel eingeführt und dann mittels Röntgen auch geschaut, wo ist die, sitzt die genau da, wo sie auch sein soll. Und dann wird erstmal ein Kontrastmittel verabreicht und dann wird halt geschaut auf dem Röntgenbild, ja, hat das auch da, wird diese Umspülung, Umflutung, kommt die auch dahin, wo die hin soll. Und das wird mit dem Kontrastmittel gecheckt. Wenn das der Fall ist, wird dann hierüber ein Gemisch aus Schmerzmittel und Cortison verabreicht. Und Cortison ist einmal sehr, sehr stark entzündungshemmend und soll aber auch
dieser ausgetretenen Gelee-Masse dem Wasser entziehen und soll dann halt diese Gelee-Masse schrumpfen, weil diese Gelee-Masse drückt halt auf den Nerv und sorgt dafür, dass halt die Schmerzen so ausstrahlen und sorgt dann dafür natürlich auch, wenn der Druck halt erhöht, dass sich dann eine Entzündung bildet und Cortison soll die Entzündung hemmen und dann halt auch diese Gelee-Masse dem Wasser entziehen. Hat bei mir leider auch nicht gewirkt. Also die erste hat erstmal nur am Abend geholfen, dass ich durch das Schmerzmittel echt schmerzfrei war. Also Schmerzmittel wird meistens diagnostisch verabreicht, dass man sagt, okay, wir schauen jetzt mal, wenn wir an dieser Bandscheibe da jetzt wirklich Schmerzmittel verabreichen, ist es dann weg oder ist es immer noch da? Wenn es immer noch da ist, dann kann die Ursache auch woanders liegen, warum man da halt Schmerzen hat. Und am Abend war ich so schmerzfrei wie schon lange nicht mehr. Das war ein echt tolles Gefühl, muss ich sagen. Also wenn man wirklich seit mehreren Wochen permanent nur Schmerzen kennt, ist es ein tolles Gefühl, wenn die so auf einmal weg sind und man halt keine Probleme mehr hat. Und das war bei mir der Fall. Und die zweite Spritze war dann halt eine epidurale. Die wird dann halt, ich kann es euch hier am besten zeigen. Die wird dann halt hier so verabreicht. Hier in diesen Kanal reingedrückt von da und wird dann halt nur hier wirkt die dann halt. Geht natürlich auch ein bisschen links und rechts, aber die soll halt eine andere Wirkung haben. Die hatte weniger Wirkung bei mir, also diese sakrale Umflutung war halt wirklich wirkungsvoller. Und die dritte hat halt wirklich nochmal, ja, die ersten 3 Tage 10-20% Besserung gebracht. Und da dachte ich so, wow, jetzt geht's aufwärts. Und dann gab's aber auch wieder so, wo es runterging und wieder schlimmer wurde. Ja, jetzt bin ich an dem Punkt, ich bin aktuell, sage ich mal, austherapiert und habe jetzt am 20.03. einen Termin im Krankenhaus in einer Wirbelsäulenfachabteilung und da werden die nächsten Schritte dann halt geklärt. Und die nächsten Schritte werden wahrscheinlich, wird eine OP sein. Da wird jetzt kein Weg dran vorbeiführen. Und was dann passiert, ich weiß nicht, wie die Bandscheibe aussieht. Ich meine, ich kann es euch nochmal hier zeigen. Wenn der Arzt jetzt entscheidet, die Bandscheibe ist komplett kaputt, dann muss halt entweder eine Prothese eingesetzt werden. Da gibt es dann halt auch Prothesen, künstliche Prothesen, da sind 2 Platten und dann haben die in der Mitte so einen Polyethylenkern und die sorgen halt dafür, dass weiterhin 100% Beweglichkeit da ist. Das ist eine Möglichkeit. Aber auch nur, wenn die Bandscheibe komplett kaputt ist und der Arzt sagt, nee, da muss was anderes hin, kann man das machen. Oder man geht halt hin und versteift das Ganze, dann wird halt auch die Bandscheibe entfernt. Hier. Und dann wird so ein, man sagt immer Lego-Block, habe ich jetzt schon öfters gehört, so eine Art Lego-Block eingesetzt. Der wird dann auch umhüllt mit so Knochensplittern und das soll dann hier halt zusammenwachsen. Und dann hat man halt hier eine Versteifung, hat halt weniger Beweglichkeit, aber dann auch keine Schmerzen mehr, wenn alles gut läuft. Negative bei dem ist hier, dass die anderen Bandscheiben dann halt mehr abkriegen. Diese wird dann halt mehr abkriegen, weil halt hier kein Schutz mehr ist. Daher wäre eine künstliche Bandscheibe halt besser. Muss man aber abwarten, was der Arzt da vorschlägt und was da die besten Möglichkeiten sind. Vielleicht gibt es auch noch eine andere Therapie, aber das muss der Arzt dann jetzt entscheiden. Und ja, das ist der Stand der Dinge bei mir jetzt. Und also ich leide da echt arg drunter, wenn man wirklich seit Wochen lang nur Schmerzen hat. Fällt man auch schon mal so ein psychisches Loch rein, muss man ganz klar sagen. Also man kann nicht permanent positiv denken. Ich höre halt von außen immer, denk positiv, aber irgendwann fällt einem das echt schwer, wenn man die ganzen Steps absolviert, die man so von den Ärzten bekommt, Physiotherapeuten und so weiter und
man hat keine Besserung. Man sieht irgendwie, man ist im Tunnel drin, aber man sieht das Licht einfach nicht. Und wenn man wenigstens irgendwann mal sieht, oh, da ganz hinten, da ist was, ne? Es geht langsam bergauf. Dann kann man wirklich Kraft draus schöpfen. Aber es ist bei mir halt nicht eingetreten und deshalb ist es echt schwer, verdammt schwer, positiv zu bleiben. Aber ich versuche es trotzdem. Es gibt Leute, ich denke mir immer, es gibt Leute, denen geht's viel, viel schlechter und daran halte ich mich aktuell. Was halt sehr, sehr arg auch belastend ist, dass ich im Krankengeld bin und dadurch halt sehr, sehr starke Gehaltseinbußen habe. Und das ist auch nochmal zusätzlich belastend. Ich weiß auch unser System nicht, wenn man einmal im Leben wirklich nur mal krank ist, dass man ins Krankengeld rutscht und dann direkt so solche starken Defizite dadurch hat, dass man wirklich arg Probleme bekommt. Wenn ich jetzt meine Freundin nicht hätte, hätte ich noch viel, viel schlimmere Probleme finanzieller Art und Weise und das kann dann ganz schnell existenzbedrohend sein und da funktioniert unser System nicht ganz. Also wenn man wirklich das erste Mal da ist, sollte man nahezu 100% bekommen. Das ist meiner Meinung nach der Fall, dass es so sein sollte. Die Leute, die da wirklich nur einmalig reingerutscht sind, sollten nicht direkt so arg gebeutelt sein. Ja, eigentlich hatte ich vor, das war mein letzter Step hier, bevor es ganz schlimm wurde, dass ich die DPVA E4 für euch teste und für DPVA auch teste und ein Review mache. Ich bin dem leider schuldig geblieben, ich konnte sie bisher nicht testen. Ich habe wirklich auch nur 2 Spiele gemacht und ein Gameplay habt ihr auch davon gesehen. Ich bin auch in Kommunikation mit DPVA über meine Situation, also ich bin da komplett transparent und das Gute ist, es wird auch eine neue DPVA E4 geben, also eine überarbeitete Version mit mehr Leistung und die ganzen Sachen weiß ich noch nicht, wie die aussehen werden. Ich werde wahrscheinlich einen geschickt bekommen trotzdem und werde dann auch ein Unboxing machen und natürlich auch ein Review. Ich habe hier ein Unboxing auch so gemacht und auch ein kleines Gameplay für euch gemacht, könnt ihr euch auch gerne mal anschauen. Und das sind so die Schritte, die eigentlich anstanden. Ich weiß nicht, wann ich dazu kommen werde. Ich hoffe relativ bald, wenn ich eventuell eine OP hatte, dass ich danach schmerzfrei bin, dass ich dann wieder langsam ein bisschen was anfangen kann. Also Sportspiele oder sowas werden auf keinen Fall gehen, aber dass ich so langsam wieder irgendwie auch den Kanal starten kann. Vielleicht auch nur mal kurz mit kleinen News, wenn es euch gefällt, dass ich kleine News-Videos mache, sobald der Schmerz nachlässt, dass ich euch so ein bisschen, was VR angeht, auf dem Laufenden halte. Und das sind so die Sachen. Es sind auch einige Leute abgesprungen. Ich weiß nicht, ob die nicht mitbekommen haben, dass ich krank bin. Weiß ich nicht, ob die es verpasst haben. Also ich habe ja ein Video gemacht, ein kurzes. Dann habe ich auch noch, ich glaube, 1 oder 2 Posts gemacht. Habe da ein bisschen was gemacht. Und dann habe ich mir jetzt gedacht, okay, jetzt machst du nochmal ein ausführliches Video. Stell das mal, was du wirklich hast. Und erklärst mal ein bisschen was dazu. Vielleicht kann nicht jeder was mit dem Begriff Bandscheibenvorfall anfangen, weil jeder weiß, okay, Rückenschmerzen, ne? Das ist dann halt bei den meisten Leuten das, was ankommt und was genau dahinter steckt, weiß man natürlich nicht, wenn man sich da nicht so arg mit beschäftigt, ne? Ja, Leute, so sieht's aktuell aus. Es tut mir echt leid, dass ich euch da ein bisschen hängen lasse, aber wie gesagt, die Gesundheit geht vor. Ich muss jetzt echt wirklich auf mich achten, dass ich wieder fit werde und wenn es dann wieder besser wird, wird es auch wieder Content geben hier auf meinem Kanal und dann wird hoffentlich nochmal durchgestartet. Und wie gesagt, das sind die nächsten Sachen, die ich so mir in den Kopf gesetzt habe, also DPVA E4, entweder die Version sowieso reviewen oder die neue auch. Dann, wenn es wieder Möglichkeiten gibt, dass ich längere Zeit ein bisschen schmerzfrei sitzen kann oder auch sitzen darf überhaupt, dann werde ich eine kleine News-Sendung starten, vielleicht einmal die Woche, dass wir da so ein bisschen was durchgehen. Und mehr fällt mir aktuell auch nicht ein. Ich danke den Leuten, die auf jeden Fall auf meinem Kanal geblieben sind, die mir die Treue halten. Also vielen, vielen Dank dafür. Ist nicht selbstverständlich, wie ich jetzt gesehen habe. Also wenn da ein paar Wochen nichts kommt bei den meisten, dann sagen die, okay, De-Abo und fertig ist.
kann man nicht verhindern, aber nichtsdestotrotz muss man dann halt auch mal sehen, die Leute haben Privatleben, die haben eventuell Probleme, bei mir sind es jetzt gesundheitliche Probleme und da kann man halt nicht permanent den Kanal am Laufen halten. Und aber mehr Dankbarkeit habe ich dann an die Leute, die mir hier die Treue erhalten und die meinen Kanal weiterhin dann halt auch unterstützen. Und ja, wie gesagt, wenn ich mehr weiß, wenn ich im Krankenhaus war und ich habe eventuell jetzt einen neuen Weg, der beschritten werden muss, dann werde ich euch nochmal ein kleines Video dazu machen, euch aufklären, was ansteht, ob eine OP ansteht und wie das ganze Prozedere abläuft. Ich werde dann halt auch nach, wenn eine OP stattfinden sollte, ne, ich muss jetzt abwarten, was der Arzt sagt, dann gibt es 6 Wochen auch erstmal keine Arbeit und dann wird es auch eine Reha nach 6 Wochen geben. So sieht der Plan meistens aus, wenn da eine OP stattfindet. Und dann muss man halt in Absprache mit den Ärzten auch warten, was man machen darf. Ich möchte dann auf jeden Fall auch langsam wieder anfangen zu arbeiten, wirklich. Schwere Dinge sind dann natürlich nicht möglich, aber leichtere Tätigkeiten kann ich dann halt auch wieder machen. Und ja, da hoffe ich auch dran. Also ich hatte noch nie in meinem Leben so ein großes Bedürfnis, wieder arbeiten zu gehen. Also das ist echt, echt krass, wenn man so arg gesundheitlich angeschlagen ist, dass man sich irgendwann wieder wünscht, boah, ich will jetzt wieder arbeiten gehen. Also ich bin immer jemand, der ist froh, wenn man Freizeit hat, wenn er Urlaub hat. Ich brauche die Arbeit nicht, um glücklich zu sein, aber aktuell wäre ich echt froh, wenn ich arbeiten könnte, dürfte. Und das kann man echt wirklich erst schätzen, wenn man mal in so einer Lage, in so einer Situation auch war. Ja, Leute, danke schön für eure Aufmerksamkeit. Wie gesagt, ich halte euch am Laufenden und wenn es wieder geht, wird es auch wieder Content geben auf meinem Kanal. Und ja, danke schön, bis zum nächsten Mal. Tschüss.